Wir befinden uns hier am Ostportal des Tunnel Rudersdorf. Aufgrund der Geologie muss das Grundwasser im Vorfeld abgesenkt werden, damit wir einen sicheren Tunnelvortrieb gewährleisten können. Im Osten werden insgesamt 85 Stück Brunnen gebohrt, die eine Tiefe bis zu 48 Meter aufweisen. In weiterer Folge wird der Brunnen mit einer Pumpe ausgerüstet, mit einer Steigleitung. Wir haben uns hier für ein dezentrales Steuerungssystem entschieden. Das heißt, jeder Brunnen hat seinen eigenen Schaltschrank. Gemeinsam mit unserem Partner Elektrotechnik Mitterwalner haben wir für unseren Kunden Svitelsky 103 autarke Brunnenpumpstationen entwickelt, die den Namen Fontano tragen. In den 103 Brunnen sind eine Brunnenpumpe, eine Pegelsonde und ein Durchflusssensor verbaut. Die vernetzte Steuerung vor Ort sorgt für eine Absenkung des Grundwasserspiegels und schaltet die Pumpen bei Bedarf ein und aus. Das System zeichnet die entnommenen Wassermengen auf, stellt Alarme auf der Datenplattform dar, über die die ganzen Pumpen und Brunnen auch von der Ferne bedienbar sind. Sobald eine Pumpe ausfällt, bekommen wir eine E-Mail bzw. eine SMS übertragen. Wir können dann sofort dem Vortrieb Bescheid geben, dass hier ein Havariefall vorliegt und alles mit Spitzbeton sichern. Über die Datenplattform können die Messdaten erfasst werden, visualisiert werden und gleichzeitig ausgewertet werden. Die erfassten Daten dienen zur monatlichen Abrechnung mit dem Auftraggeber. Die Fernüberwachung hat große Vorteile. Früher hat man immer einen Pumpenwärter gehabt, der alle 24 Stunden die Pumpmengen abgelesen hat. Wir haben hier von der Firma Sell ein Portal, wo wir jeden einzelnen Brunnen beobachten können. Wir bekommen monatlich von der Firma Sell eine Auswertung. Die Auswertung beinhaltet die täglichen Betriebsstunden und auch die täglichen Schüttmengen der einzelnen Brunnen. Aus technischer Sicht war die Herausforderung, keine zentrale Steuerungsanlage zu verwenden, sondern jede Brunnenpumpstation für sich autark arbeiten lassen zu können. Der Kundennutzen besteht darin, dass der Kunde diese Stationen wieder abbauen kann und an einer anderen Baustelle weiterverwenden kann.